Kennt ihr eigentlich die Geschichte von diesem Haus hier? Ich bin in Kreuzberg und zwar direkt hinter der St. Thomas-Kirche. Und hier hat vor 30, 40 Jahren Osman Kalın gelebt. Wer war Osman Kalın? Er war ein türkischer Gastarbeiter. Was ist passiert? Er hat hier in der Nähe gelebt und hat irgendwann mal gemerkt, dass es an der Berliner Mauer damals so eine kleine freie Fläche gab. Und dachte sich so, okay, scheint niemandem zu gehören. Was kann man da machen? Ich errichte mir dort mal einen Garten. Er hat das Sperrmüll alles da weggeräumt und hat angefangen, dort Zwiebeln und Knoblauch anzubauen. Jetzt denkt ihr euch natürlich, wie kann das sein? Wie ist die Grenzpolizei nicht darauf aufmerksam geworden? Klar ist die Grenzpolizei darauf aufmerksam geworden. Vor allem der DDR-Grenzschutz. Die sind dann gekommen und meinten so, Onkel, was machst du hier eigentlich? Das darfst du gar nicht. Und dann hat Osman Kalın gesagt, Leute, ihr seid auf der anderen Seite von der Mauer, ich bin hier und dieses Stück Land gehört mir. Und die DDR-Soldaten dachten so, Onkel, du hast hier nichts zu suchen. Sie hatten nämlich recht, weil eigentlich war diese kleine Fläche im Westen, also in der westlichen Seite von der Mauer, aber gehörte rein theoretisch zu der DDR. Denn als man die Mauer gebaut hat, hat man aus Kostengründen nicht jede Ecke mitgebaut. Also haben die DDR-Soldaten gesagt, alles klar, du kannst hier bleiben, nur kein Haus auf diesem Grundstück bauen und keine Bäume, die über unsere Mauer zu unserer Seite kommen. Der DDR-Grenzschutz war weg und die Westsoldaten haben sich auch nicht mehr eingemischt. Also hat Osman Amca, also der Onkel Osman, das Niemandsland hier besetzt. Und er hat jedem erzählt, Erich Honecker hat mir dieses Stück Land gegeben. Als Erich Honecker weg war und auch die DDR, somit auch die Mauer, blieb dieses Haus hier stehen. Bezirksamt Mitte hat sich nicht mehr eingemischt und haben gesagt, gut, du darfst hier bleiben. Dieses Haus hier ist für mich wie ein Symbol für viele Migranten und Gastarbeiter, die damals die Teilung Berlins miterlebt haben oder auch die Mauer miterlebt haben. Sie sind da, man sieht sie, aber man hört deren Geschichten nicht. Und ich finde, 30 Jahre nach dem Fall der Mauer sollte man auch deren Geschichten sich anhören.